Und damit, hey Leute und willkommen zur allerersten Karriere auf meinem Kanal in FIFA 23. Jürgen Klopp übernimmt mit 1 Milliarde Euro den 1. FC Kaiserslautern. Sind irgendwelche krassen Sponsoren rangekommen und wir werden heute reinstarten und wollen, ja, in einem Langzeitprojekt auf den Champions-League-Titel gehen. Wenn ihr darauf Bock habt, lasst gerne ein Abo da und ich würde sagen, es wird absolut geil werden. Euch jetzt viel Spaß mit der ersten Folge und ich bin mal gespannt, was wir heute alles schon mal kaufen werden. Let's go. Und damit haben wir den ersten Überblick über den aktuellen Kader. Lautern ist ja gerade erst aufgestiegen. Wir sehen es hier nochmal, Lute haben wir, Tomiak, dann Zimmer, also wir haben ein solides Team, wir sehen hier auch die meisten Spieler um die 70, aber ja, für die Champions League fehlt da einiges und mit 1 Milliarde können wir da auch eine ganze Menge anfangen, das wird geil werden, Leute. Also, unser Plan ist für die erste Season am besten mit 1 Milliarde Budget natürlich direkt in die erste Liga aufzusteigen, das machen wir folgendermaßen, wir brauchen vor allem, denke ich, einen guten Sturm und hier holen wir uns im besten Fall einen Starspieler, der schon älter ist, der dann auch nicht so viel kostet, wie Lionel Messi, haben sie jetzt auch die meisten im Chat gewünscht und dazu müssen wir uns natürlich vereinzelt auf einzelne Positionen verstärken. Gerade im Mittelfeld könnte ich mir das ganz gut vorstellen. Aber gerade Torhüter ist natürlich sehr stark mit Lute. Okay, und damit geht's in die Verhandlung. Wir sehen die Lautern Trikots. Wir sehen Jürgen Klopp. Klingt auch so WTF, was ist hier los? Herzlich willkommen. Und da kommt. Nee, wo ist er denn? Hallo. Achso, ist nur der Berater erstmal. Also. Okay, was bieten wir? Ich biete mal knapp unter Wert. 50 Millionen. Können wir noch 20 mehr machen mit unserem Transferbudget? Ist ja entspannt. Wir erwarten mindestens 51,2. Hä, ist easy. Ganz ehrlich. Hä, das ist ja mega entspannt, dass es sogar unter Markt wird. Und jetzt ist es soweit. Jürgen Klopp am Kaffeetisch. Es geht direkt zur Sache. Und Messi wechselt zu Lautern in die zweite Liga, wenn wir jetzt hier ja, uns einigen können. Passt das Gehalt oder sollen wir Gegenangebot machen? Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt viel oder wenig ist. Gehalt wird natürlich eh ziemlich reinhauen. Wie viel Jahre? Ich suche mal möglichst viele Jahre zu nehmen. Ist ja gut. Ich kann nicht nur 2 Jahre anbieten, aber 1 Jahr ist halt auch. Ja! 2 Jahre sind fein. Freigabesumme vorschlagen. Ich würde es einfach übergehen, glaube ich. 200.000 Gehalt hat einer gemeint. Oh nö, ich biete ein bisschen weniger an in Lautern. Ja gut, ich will 180.000. Ja, probieren wir es. Jo! Ja, weniger Gehalt. Zweite Liga in Deutschland. Nimmt er gerne an. Da ist er dabei. Oh, wir sehen jetzt noch eine Animation sogar extra. Das ist neu. Das haben sie eingeführt mit dem Karrieremodus. Da sehen wir es. Alter, das ist richtig geil gemacht. Ah, lol. Da hat es da noch ein Fitnesstraining und alles. Und die machen sich Notizen. Also, wie heißt es? Fitnesscheck, ne? Ein Transfer muss immer gemacht werden. Das ist ja ultra geil gemacht. Ja, let's go. Hey, wie geil. Das ist ja richtig nice gemacht. Das ist, dass sie das gemacht haben, finde ich sehr, sehr gut. Das ist eine coole Änderung. Also rein vom Plan, wir haben jetzt einen Top-Stürmer mit Messi. Ich hätte noch gerne einen super starken Mittelfeldspieler und vielleicht noch einen super starken Verteidiger. Und das wäre dann schon mal eine gute Grundlage eigentlich für die Season, würde ich sagen. Dann ist jetzt die Entscheidung. Wir wollen uns zum einen einen Mittelfeldspieler holen, zum anderen einen Innenverteidiger. Jetzt haben wir hier die Wahl zwischen Schlotterbeck, Rüdiger oder Diaz. Erstmal in der Innenverteidigung. Ich würde es persönlich eigentlich zu Schlotterbeck tendieren, weil der am jüngsten ist und auch eine solide Bewertung hat. Ich probiere mal frech, einfach 35. Vielleicht nehmen die es ja an. Oh, willst du mich verarschen? Das war nur 9 Millionen unter Marktwert. Das geht ja einfach. Okay, an der besten Innenverteidiger der Welt jetzt hier mit Diaz. Die wollen bestimmt viel zu viel dafür. Ich biete 100 Millionen. Müssen wir halt Rüdiger probieren, Leute. 70. Ja, lass einfach mal 70 gehen. Lieber direkt 80. Ich mach lieber direkt 80. Wir haben jetzt 2 Verhandlungen verkackt. Wir gehen jetzt mal ein bisschen höher direkt. 115. Ah, ist schon mal näher dran, aber was sollen wir jetzt machen? Ich hätte ihn jetzt als Gegenangebot vielleicht 90 genannt. Ja! Boah, das war richtig entspannt. Der geht 27 Millionen runter mit seinen. Das ist sehr, 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 sehr wichtig gewesen. Okay, dann mal direkt los. Oh, hat ein hohes Gehalt. Unangenehm. Ist für 1 Jahr. Immer 4 Jahre, oder? Die wollen alle so kurze Laufzeiten. 2 Jahre dann halt. Die haben wir dann halt immer schnell weg, ne? Das ist halt kacke. Egal, Freigabesumme übergehen, würde ich sagen. Bieten jetzt mal nicht zu viel an. Oh, nein, 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 nein. Das war ein Missklick. 220. Nice. Ja, weniger Gehalt bei, ja, entspannt, chillig. Sehr gut. Haben wir einen guten Innenverteidiger schon mal. So, jetzt brauchen wir nur noch einen Zentral... Oh, wir sehen erstmal gerade nochmal hier die Animation. Finde ich immer gut gemacht. Ich mache wieder Musik aus wegen Copyright. Messi begrüßt Rüdiger bei Lautern. Ja, das will ich noch erleben. Müssen wir nur noch Ronaldo holen in der nächsten Folge. Dann begrüßt Ronaldo Messi bei Lautern. Das würde ich fühlen auf jeden Fall. So, Rüdiger, mal einmal deinen Fitness-Test hier. Da sehen wir nochmal im Lautern-Trikot. Nice. Antonio Rüdiger, Neuzugang, 90 Millionen. Ist wahrscheinlich eher schlecht bewertet, schätze ich mal, weil wir doch ein bisschen viel gezahlt haben. Ah, was? Perfekter, hervorragender Deal. Wahrscheinlich, weil wir auch günstiger rausgehandelt haben. Ein Spieler-Rating liegt einfach mal bei 88 bei Rüdiger. Das ist so krank. Geil. Okay, wir brauchen jetzt noch einen zentralen Mittelfeldspieler. Und dann können wir reingehen in die Season. Was sagt ihr, Chat? Havertz, Bellingham oder Musiala? Ich will jetzt nicht beeinflussen. Havertz ist 23, 84. Hat er 84 Millionen.
Millionen. So, Musiala ist 4 Jahre jünger, ein bisschen weniger stark. Kostet auch weniger, okay. Und Bellingham 81 Millionen. Ja, also eigentlich ist, wenn man vergleicht, ist natürlich Bellingham am besten sogar noch. Ne? Der ist 1984. Ich meine, der ist 4 Jahre älter und kostet fast das gleiche. Ist ja mega lost. Eigentlich Bellingham. Oder Musiala. Ah, schwierig. Die meisten sagen sogar Musiala. Okay, Musiala, dann die meisten holen wir uns hin. So, Transfersumme anbieten. 50. Solide eigentlich. Also ganz ehrlich. Werde ich jetzt nicht direkt akzeptieren, aber dann bieten wir ihn einfach ein bisschen weniger an. Wir bieten ihm jetzt 5 Jahre an. Und er nimmt das an, Alter. Was ist das denn? Er hat 40.000 Gehalt nur, will der akzeptieren. Keine Freigabesumme. 23.000 Gehalt? Der macht sich ja arm. Akzeptieren. Also von mir aus halb so wenig Gehalt. 5 Jahre. Das war der beste Deal mit Abstand, den wir heute eingetütet haben. Sehr, sehr geil. So, Messi begrüßt wieder jeden. Moin, ich bin Messi von Lautern. Sehr geil. Und... ah, also wir haben schon echt gute Transfers hingelegt, hervorragend. Spielerrating 82, ne? Sehr, sehr solide. Okay, also wir probieren's. Wir gehen in die Verhandlung und wollen zur Verstärkung jetzt einfach mal Schlotterbeck nochmal probieren. Den hatten wir letztes Mal schon und das ist übel schief gegangen. Wir probieren's jetzt nochmal. Was zahlen wir dem? 67! Da können wir uns doch direkt Bellingham holen. Der hat einen Wert von 45. Ich gehe mal auf 50. Nicht verhandelbar. Also ich meine, noch ein Gegenangebot von 55, aber höher gehe ich dann auch nicht. Dann will ich lieber einen anderen Spieler. Okay, 58. Sollen wir das jetzt nehmen oder nicht? Oder sollen wir lieber einen anderen Spieler gehen? Ist halt schon 14 Millionen über Marktwert. Ja, komm, es ist schon ein gutes Stück drüber. Okay, wir beenden die Verhandlungen. Nee, wir sind raus. Wir haben eh, komm. Das ist 14 Millionen über Marktwert. Das ist schon ordentlich. Dann probieren wir jetzt. Okay, sagt Havertz oder Bellingham? Oder wollt ihr den anderen vielleicht noch? Die sind halt beide auch sehr teuer. Wir haben jetzt die Entscheidung zwischen 2 jungen Stürmern. Mokoko ist erst 17, hat eigentlich eine 70er-Bewertung. 4 Millionen. Adeyemi hat eine. Der ist, glaube ich, passend. 13,5. Ich glaube, Adeyemi wird sich auf jeden Fall eher anbieten, oder? Probieren wir es einfach. Ja, der ist auch schon. Der ist 3 Jahre älter, schon 5 Stärken höher. Das heißt, der wäre halt auch schon eine deutlichere Verstärkung. Mokoko ist eigentlich noch zu jung fast. Wollt ihr mich verarschen? Wir können den nicht kriegen. Brand wäre vielleicht eine Option. 40 Millionen Brand. Ich glaube, ich will jetzt einfach Brand. Ich probiere es mal. Wir bieten den einfach genau den Marktwert an und dann kriegen wir den hoffentlich so. So, zack. Brand 40 Millionen. Kaufen direkt von Dortmund. Das passt doch. Gehalt gehen wir mal runter auf 50. Nice. Brand wird hier wieder von Messi und Klopp begrüßt erstmal. Dann müssen wir halt eigentlich statt Clemore da reinholen. Ne? Das sind halt 10 Stärken on top nochmal. Vor allem für die Offensive nochmal richtig gut. Und dann hier eigentlich so, würde ich sagen. Das müsste eigentlich passen mit der 71 dann. Sehr geil. Oh! Fritz Walter Wetter direkt zum Auftakt. Sehr schön. Alles ist nass. Also es ist cool gemacht. Es gibt neue Einspieler auf jeden Fall. Boah, das ist richtig cool gemacht. Wir sehen hier die Stimmung auch direkt. Das kann man sich echt gut anschauen. Das sind die Emotionen schon. Hä, hey, wie cool. Das ist echt besser. Also viele meinten, es gibt keine coolen Neuerungen. Ich finde diese Zwischensequenzen das Ganze echt krass aufwerten. Also Auftakt der zweiten Bundesliga. Oh, und direkt hier mit den Stars. Wer ist da außen? Messi. Ich fasse es nicht. Direkt an den Ball. Das kann man sich nicht ausdecken. Ist auch ein Trick vielleicht? Nee, kein Trick nötig. Egal. Oh, schade. Erste Aktion, aber schon mal Szenenapplaus, würde ich sagen. Ich will den Zweitliga-Auftrag auf jeden Fall gewinnen, aber das wird nicht gerade leicht werden. In Düsseldorf ist auch kein schlechter erster Gegner, muss man wirklich sagen. Oh, nee. No way. Appelkamp 0173 ist so. Wofür habe ich mir bitte Messi eingekauft? Okay, jetzt Messi. Weil jetzt ist er zentral. Jetzt würde ich sogar mal reinlaufen. Aber jetzt können wir sogar relativ gut. Ja. Komm. Das ist die Messi-Aktion, die wir gebraucht haben. Nein. Das ist die 86. schon. Das ist nicht gut. Das war's. 0:1 zum Auftakt. Das ist nicht gut. Trotzdem würde ich sagen, so viel zur ersten Folge FIFA-Karrieremodus. Wenn ihr Bock auf weitere Folgen habt, lasst gerne ein Abo da und könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ich in der nächsten Folge machen soll. Sollen wir es nochmal verstärken? Sollen wir irgendwas anderes machen? Ich denke, wir werden das nächste Mal dann bis zur Winterpause weiterspielen. Bis dann, haut rein. Lasst, wie gesagt, gerne ein Abo da für weitere Folgen. Und schaut auch im Abstand vorbei. Da müsste auch die Folge Ultimate Team verlinkt sein. Ciao.